Thomas, die vergangene Wintersaison brachte ja Tirol weit einen Rückgang an Nächtigungen. Wie schaut das Ergebnis jetzt für die Wildschönau aus? Ja, wir sind da absolut im gleichen Trend wie Tirol eigentlich, dass wir einen leichten Rückgang haben von 2,75%. Dieser Rückgang hat sich vor allem in den Ländern Großbritannien, Deutschland und Niederlande niedergeschlagen, wogegen wir in Ländern, wo wir jetzt eigentlich seit einigen Jahren auch ein bisschen Werbung machen, wie Zentraleuropa oder Österreich, wogegen wir da wieder jetzt ein Plus schreiben können, was sehr erfreulich ist. Wie schaut denn die Strategie vom Tourismusverband Wildschönau aus bezüglich der Ostländer? Es ist, was wir im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten machen können. Das wird auch in diesen Märkten getan. Das heißt, es wird da vor allem mit Reiseveranstaltern zusammengearbeitet. Es werden einige Direktmarketingmaßnahmen im Internet hauptsächlich gemacht, auf den größten Skiportalen jetzt in Zentraleuropa. Hauptländer sind Polen, Tschechien, Rumänien. Ein bisschen was machen wir auch in Ungarn. Der Ungarn ist dann eher ein Sommergast, aber grundsätzlich sind wir in diesen Ländern präsent. Wie online tauglich ist die Wildschönau? Ja, grundsätzlich haben wir eigentlich, gefällt mir die Aussage, Österreich hat kein Angebotsproblem, denn wir haben ein tolles Angebot. Also wenn man hier die Wildschönau anschaut zum Beispiel, wir haben wirklich ein tolles Angebot, aber wir haben ein Vertriebsproblem. Und das schlägt sich vor allem im Internet nieder. Internet ist einfach heutzutage die wichtigste Verkaufsplattform. Das fängt aber nicht an, dass man eine eigene Homepage hat, sondern diese Homepage muss entsprechend gut sein. Dann die Zusammenarbeit, oder wenn wir beim Internet bleiben, grundsätzlich die Angebotsstellung, die schnelle Angebotsstellung, die Qualität der Angebotsstellung, das spielt eine große Rolle und da haben wir sicher ein großes Manko noch. Wie kann man jetzt diesem entgegenwirken? Gibt es da Schulungen für die Hoteliers oder gibt es da Kurse oder wie wird man diesem Ganzen da ein bisschen besser entgegentreten? Wir bieten Schulungen an, die Nachfrage ist leider ein bisschen gering noch. Ein Vermieter muss sich grundsätzlich entscheiden, arbeite ich über Reiseveranstalter, arbeite ich über Internet oder bin ich selber sehr aktiv. Und diese Entscheidung muss ein Hotelier, ein Vermieter für sich selber treffen. Wichtig ist, bei größeren Betrieben kann man auch eine gute Mischung machen. Wichtig ist, dass man präsent ist, dass man in Buchungsplattformen präsent ist, dass man buchbar ist. Und das ist leider bei uns, bei vielen Betrieben nicht der Fall. Genauso, wenn ein Gast bei uns anruft und der Vermieter ist einfach nicht erreichbar in der Zwischensaison, da habe ich einen Gast verloren. Und da werden wir sicher immer wieder durch Schulungen, durch Rundschreiben darauf aufmerksam machen, wie wichtig dieses Instrument ist, um überhaupt Gäste zu bekommen. Wenn man so wenig durch das touristische Angebot des Tales schaut, dann hat man so manchmal den Eindruck, dass es vielen mehr um den Preis geht als um die Qualität. Wie ist da deine Meinung dazu? Es ist ein grundsätzliches Problem, glaube ich, im Sommertourismus hauptsächlich. Im Winter ist es gar nicht so präsent. Es muss jeder Vermieter für sich selber entscheiden, was muss er haben, um seine Kosten abgedeckt zu haben und damit noch was übrig bleibt, um in den Betrieb zu investieren. Grundsätzlich, je nach Größe, muss man fast auch mit Reiseveranstaltern zusammenarbeiten. Da bin ich der Meinung, wir haben eine Überkapazität im Sommer, das schlägt sich einfach auch im Preis nieder. Die Nachfrage ist einfach im Sommer geringer geworden, auch bedingt durch die Urlaubsangebotserweiterungen, die europaweit einfach gemacht werden. Viele, viele Länder bauen tausende Betten dazu, es werden aber nicht mehr Reisende. Jetzt heißt es eben, sich zu positionieren, ganz klar einfach auch Produkte zu gestalten, dann kann man auch den Preis halten. Ich bin ein Freund von Spezialisierung und ich glaube, die ganzen Spezialisten, die wir also rundherum beobachten, die haben gute Preise und das sollte eigentlich unser Ziel in der Wildschönau auch sein. Jetzt gibt es in Tirol doch einige große Reiseanbieter, die haben mit Billigangeboten locken und für den Hotelier manchmal sehr einfach, aber ist es auf die Dauer nicht ein bisschen riskant, wenn man mit solchen Billiganbietern zusammenarbeitet? Ich bin der Meinung, je nach Bettenangebot, was man hat, ist es unumgänglich, dass man also auch Reiseveranstalter mit ins Boot holt, die auch eine gewisse Menge bewegen. Reiseveranstalter zahlen auch gute Preise, es sind nicht immer Billigpreise, es gibt verschiedene Angebote. Und
da hängt es auch wieder vom Vermieter ab. Was habe ich für ein Produkt, was habe ich für ein Angebot? Weil der Reiseveranstalter bzw. der Gast vom Reiseveranstalter ist auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen, wenn man ein gutes Produkt hat. Nur wenn ich ein 0815 Produkt habe, wie es tausende andere gibt, dann schlägt sich das im Preis nieder und das ist natürlich auch ein Problem. In Alpbach wird jetzt ja derzeit ganz heftig diskutiert über den Zusammenschluss zwischen Alpbach und der Wiltschenau. Wie sieht der Wiltschenauer Tourismusverband diesen Zusammenschluss? Ich bin ein ganz großer Befürworter dieses Zusammenschlusses. Es ist eigentlich unumgänglich. Wir sind sehr viel auf den Märkten unterwegs, ob bei Reiseveranstaltern, auf Messen. Die erste Frage ist gleich mal, wie viele Pistenkilometer haben Sie? Und wir haben nun mal unter 100 Pistenkilometer und 100 Kilometer ist so diese magische Grenze, wo man einen Gast auch begeistern kann. Wir haben ein unterschiedliches Angebot. Alpbachtal ist ein bisschen anspruchsvoller vom Skigebiet, wie ein bisschen einfacher, der Schatzberg. Das würde sich sehr gut ergänzen. Wir könnten verschiedene Ansprüche befriedigen und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir können nur noch mit solchen Sachen arbeiten, um überhaupt am Markt wahrgenommen zu werden. Es ist eine Riesenchance für uns, weil es ist eine Zwei-Täler-Schaukel. Wir könnten also von der Werbung her ganz anders auftreten. Und ist für mich eine Notwendigkeit und zum Teil unverständlich, dass das nicht schon vor Jahren passiert ist. Wie schaut denn da die Zukunft im Sommertourismus aus? Ja, die Kirchtürme gibt es in der Wiltschenau noch. Das ist schade irgendwie. Also in Wiltschenau sind wir auch klein genug. Unser Hauptargument für den Verkauf ist Tirol. Und diese Marke Tirol ist einfach wichtig. Für uns ist eine Zusammenarbeit insofern wichtig, weil jeder hier vom Tourismus lebt. Ob Landwirtschaft oder Handel oder einfach, wenn ich direkt vermiete oder direkt mit dem Gast zu tun habe, wir leben alle vom Tourismus. Leider ist es immer wieder der Fall, dass wir an Projekten scheitern, wie Mountainbike-Wege, weil wir zwei Drittel der Wege werden uns genehmigt von den Grundbesitzern und dann ist ein Drittel nicht. Das heißt, dass der ganze Weg eigentlich nicht zustande kommt. Eigeninitiativen sind in der Wiltschenau leider rar. Eine noch erwähnenswerte ist der Hochseilgarten, wo auch privat gemacht wurde, wo ein ganz tolles Angebot ist. Und solche Sachen fehlen uns ein bisschen in der Wiltschenau.